Morgen, mein Name Boah. ist Matt Brock. Spreche ich mit Dimitri Sommer? Einen Moment bitte, einen Moment. Dimitri, Telefon! Einen Ach, Euro, komm her! mindestens. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ich spreche jetzt mit Dimitri Sommer. Da, wer möchte das denn wissen? Ich Ich, von super. Smart Frog. Ha. Von was für ein Frog? Smart Rock, Was ist haben Sie das? uns noch nicht im Fernsehen gesehen, Herr Sommer? Der. Dort sind wir ganz groß zum Thema Sicherheit zu Hause unterwegs. Ich gucke kein Sie. Fernsehen, kann ich Sie leider nicht sagen. Ja, gut, dass ich angerufen habe, dann lernen Sie auch mal unsere Smart Rock-Kamera kennen, ne? Schlauer Frosch, oder wie verstehe ich das? Schlauer Frosch, ganz genau. Da. Die Smart Frog-Kamera können Sie in Kombination mit Ihrem Smartphone nutzen, auch wenn Sie gar nicht zu Hause sind. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel bei der Arbeit sind oder stehen irgendwo im Stau, Aha. dann können Sie mit Leuten sprechen, die bei Ihnen zu Hause klingeln. Genauso gut Was? bekommen Sie Alarm aufs Smartphone. Wenn bei Ihnen jemand einbricht, Da, können Sie okay. gleich von unterwegs aus die Polizei anrufen. Also kann ich quasi mit, wenn so komische Vertreter an Tour stehen, kann ich die beleidigen, während ich bei U-Bahn sitze? Quasi, ja, wenn Sie Geil, wollen. Blöd, wie geil ist das denn? Weil ich hasse das, weißt du? Bist du gerade am Kuchen backen oder Wodka trinken, dann steht da einer, ja, hallo, wir möchten gerne Stromkontrolle machen. Ich sag, Blöd, wer bist du? Ja, dann sagen Sie, ich bin gerade nicht zu Hause. Dann sehen Sie immer, wer da gerade vor der Tür steht. Also auf die Idee bin ich selber noch gar nicht Das gekommen, Herr ist doch, Sommer. weißt du, ich hasse diese, Sie sind ja natürlich. ein ganz schlauer Fuchs. Und ich hasse diese Leute, weißt du, und dann meistens sind die ja da, wenn ich arbeiten bin, weil anständige Menschen arbeiten ja um die Zeit, wo die an der Tour stehen. Kann man damit aufnehmen? Richtig, Kann man da richtig. Aufnahme machen? Ja, die haben Sie dann auf dem Bildschirm, auf Ihrem Smartphone. Die sehen Sie dann ganz genau Geil, vor sich. kann ich aufnehmen und bei YouTube reinstellen? Ich finde das geil. Ja, das können Sie können das bei YouTube, Twitter, Facebook können Sie das posten. Und jetzt kommt das Beste, Herr Ah, Sommer. geil. Sie können die Kamera 30 Tage kostenlos ausprobieren. Und es ist auch ein Berliner Unternehmen. Ich sehe, Sie sind in Altmoabit 122a. Richtig. Und ja, das ist auch eine Berliner Firma, Smart Rock. Ah, Also mit cool. Sitz in Berlin. Na, die Ja, kennen das ist also. wahrscheinlich auch mit den Vertretern, haben gedacht, blöd, da machen Ist. wir jetzt Geschäft draus, die zu verjagen. Finde ich Ja. gut. Es muss ja Ja. Innovationen geben, sonst hält die Welt ja an, wie in Russland. Sie sagen es. So ist das. Und ist das wasserdicht, das Kamera? Nein, also die ist für draußen nicht geeignet. Da müssen Sie vorsichtig sein Da. wegen dem Kondenswasser und Luftfeuchtigkeit. Also. Aber wir entwickeln gerade eine Kamera für draußen. Wie lange das dauert, kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es mit dieser Kamera Da. funktioniert. Also Sie können sie 30 Tage kostenlos ausprobieren. Wenn es Ihnen nicht gefällt, Da. einfach zurückschicken. Ah, Wenn Sie das es ist ja weiter nutzen, gut. Wann soll das mit ja. das, weil das kann man dann ja zum Beispiel nicht bei Badezimmer nehmen, richtig? Nein, Wann nein. soll das Kamera denn kommen, wo das machen kann? Das weiß ich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin ja hier nur ein ganz kleines Licht. Ach, hätte ja sein können, weil da würde ich Ja, dann, nein. dass Sie das Es gerne ist aber in aufschreiben, dann kann Arbeit. ich mich für Produkttest anbieten. Weil wir Wen wollen haben, Sie denn, wen wollen Sie denn im Badezimmer filmen, Herr Sommer, beim Duschen? Ich weiß nicht, wie die heißen. Also ich habe mit meinem Ein Kumpel, Selfie? wir haben so ein, wir haben so Internetseite, wo so Amateur, so wie Candid Picture nennt sich das, wo wir so Ach so. hochladen. Weißt du, zweimal bei Woche gehen wir bei Kaufhaus, da haben wir so Kugelschreiberkamera und wir das bei Umkleide reinlegen oder bei Toiletten. Hä? Aber das, denn dann kann man das aufnehmen, ohne dass den anderen das merken. Und mit so einer Kamera kann man das zum Beispiel dann bei Schwimmbad, bei Fitnessstudio. Das wäre gar, was kostet sowas? Also, diese Kamera kostet monatlich 5,95 € Nehme ich drei bei Stück. Monat. Drei Stück. Aber von den Ja. wasserfesten. Dann gebe ich sie Ja, meinem Kumpel, der die kommen ist ja erst. Manager. Das dauert ja noch, Herr Sommer. Oh, blöd. Kann man da nicht einfach so eine Folie drum machen? Also, wenn Sie das ausprobieren wollen, wenn Sie die Kamera weiter nutzen, dann liegt das in Ihrer Hand. Aber Aber wenn geht die das? Kamera dann kaputt ist, dann haben Sie natürlich Pech. Jetzt muss Also, ich da ja. würde ich erstmal noch warten. Jetzt muss ich Ich ja würde erst einfach mal mal. gucken, weil unsere Kunden sind ja hohe Qualität gewohnt. Was haben denn Kamera denn für eine Auflösung? Die hat was, 8 Pixel hat die, glaube ich. 8 Quatsch. Pixel?
Nein, 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 nein. Das wäre so groß wie Staubkornblätter. Ja, weil achtfach Zoom hat die, was hat die für eine Achtfach, Auflösung? warte, ich muss gerade aufschreiben. HD, Achtfach HD. Zoom ist ja, HD ist Weitdefinierung. Wir brauchen ja schon Zahlen dafür. Okay, Weil das soll ja das schon weiß so ein ich paar, nicht. können Sie nachfragen? Oder haben Sie eine da, wo das draufsteht vielleicht? Ich guck mal eben. Ich habe Da. hier eine Kamera. Ah, das ist gut. Können Sie ein Bild von mir Datensicherheit. machen? Ich lächle gerade. Datensicherheit, Bewegungsmelder, Noise Bewegungsmelder, oh, Detection. das ist auch schon mal gut, weil will ja kein Mensch. Bewegungsmelder mit Nachtsicht natürlich. Mit Nacktsicht? Geil. Nacht, Nacht, Ach Nacht. so. Aber das ist Nicht ja schon mal nackt. gut, weil es will ja kein Mensch, will sich ja leere Dusche oder Toilette angucken. Das geht also nur an, wenn Richtig, dann zum Bewegung Beispiel. kommt. Ja. Aber auch Wie bitte? muss aber auch richtige Bewegung sein und nicht irgendwie so Blatt oder Vorhang. Ja. Also Ja? ich sage Ihnen jetzt mal HD-Auflösung 1280 mal 720 Pixel. Das ist doch kein HD-Blatt, der ist ja mein Briefmarke größer. Na, Sie sind ja echt ein Scherzkeks, Herr Sommer. Also wirklich, ich würde einfach mal sagen, Sie Ich finde das probieren das mal gut. aus. Ich finde das. Und was soll das kosten? Also wenn Sie es weiter nutzen, monatlich 5,95 € mit monatlicher Laufzeit. Das Das heißt, heißt, kann Sie man können von Mo jeden Monat kündigen? jeden Monat kündigen, genau. Also Ganz keine einfach. Nein, Mindestgetragslaufzeitung? nein, Okay. nein. Das Und ist ja. Na? 24 Monaten geht die Kamera in Ihren persönlichen Besitz über. Als Leasing-Blatt. Leasing. Quasi. Und was ist, wenn während des Zeit vorher das Kamera kaputt geht, weil die Dann wird das die schlagen? ausgetauscht. Dann wird die ausgetauscht. Von uns, Voraussetzung ist natürlich, Sie haben die Kamera nicht in eine Badewanne geschmissen, ne? Das ist ja klar, aber keine Ahnung, wenn das Gut. jetzt ist, was hat das für eine Reichweite, das Ding? Weil ich kann mich ja schlecht dazustellen, wenn wir das da installiert haben. Die Reichweite, Ja, so wie groß ist so ein Teil denn? Weil das soll ja die unauffällig Kamera, die sein. hat ungefähr 15 cm Größe. Da, wie sieht das aus? So wie richtig so Kamera mit so Stiel oder wie so Kugelkamera oder wie Nein, das ist eine Kugelschreiberkamera? weiße Kamera, die wird hingestellt, die steht auf so einem Fuß und die hat einen orangenen Rand. Oh, Sieht so ungefähr gibt's das 11 in ein bisschen Zentimeter, so fast dezentere so. Farben? Das Orange fällt so auf. Nein, das ist doch nur ein kleiner Ring und wenn das zwischen den Blumenpötten im Badezimmer steht, sieht das kein Mensch. Ah, okay, aber das ist bei Fitnessstudio, es ist ja kein Blumenpott da drinnen. Muss man in so in Tasche reinnehmen und so Loch reinschneiden. Zum Beispiel, Was ja. ist das mit Batterie? Ist das mit Ne, WLAN mit oder wie Strom. geht Sie müssen das? also immer einen Akku in der Tasche haben. Ah, ist der Akku dabei oder muss man kaufen? Nein, nein, nein. Sie brauchen Stromanschluss und WLAN, Herr Sommer. Beides, okay. Also kann man Ja. theoretisch, kann ich meine. Okay, theoretisch Szenario. Ich nehme ein Papier, ich muss malen. Also ich nehme eine Tasche, Kamera. Dann Ja. lege ich da rein Handy, mache Mobile Hotspot an, dann hat Kamera WLAN, richtig? Richtig, genau. Da, sehr gut. Und dann Sie braucht kennen sich das. ja echt gut aus. Ja, natürlich, blöd. Ich verdiene mein Geld mit Amateuraufnahmen von Frauen, die duschen. Ach, Von okay. irgendwas muss man leben, blöd. Ja, Sie sagen es. Ist so, Sie sagen es. andere machen ganz schlimme Sachen und ich sorge dafür, dass viele Menschen glücklich. Okay, das ist mal eine gute Einstellung, Herr Sommer. Natürlich, man muss doch den Menschen etwas zurückgeben. Ja, selbstverständlich, dann geben Sie mir auch was zurück. Ich habe Sie jetzt schließlich angerufen Da, und ich muss ja hier das bin extra früh aufgestanden, deswegen. früh aufstehen. Wissen Sie, ich fange um 4:30 Uhr an, die Toiletten bei Bahnhof zu manipulieren. Das ist früh aufstehen. Echt? Natürlich. Wo? Ach. Das ist früh aufstehen. Ich bin jetzt quasi gerade von Nachtschicht nach Hause gekommen. Okay, jetzt erst um 10:30 oder um 10. Ja, natürlich, jetzt ist doch Berufsverkehr ganzen Morgen lang. Das muss ja vorher gemacht werden. Ja. Weil morgen sind unterwegs die Menschen, die arbeiten. Mittags, Nachmittag, Abend, das sind die Menschen, die bei Bahnhof trinken, Drogen nehmen. Das wird doch keiner gucken. Ach so, nee, das würde ich auch nicht sehen wollen. Richtig, richtig. Wir wollen übrigens, wenn wir schon sprechen, so eine Sektion machen, weil das ein paar Frauen auch schon fragen, ob das gibt es mit Männern. Würde sie sowas interessieren, so als Kundenumfrage? Nein. Nicht, okay. Kann ich Strich Nein. machen. Weil ich telefoniere auch gerade durch Berlin und einfach mal so Frage machen, ob die Menschen das kaufen würden. Was würden Sie, Aha. wenn Sie interessiert werden, wie viel würden Sie für einen Monat Zugang zu der Seite bezahlen?
Zu welcher Seite? Na, wo können Sie das Kamera angucken, was ich da aufnehme? Also ich würde da gar nichts für Ja, bezahlen. wenn Sie interessiert wären, was wäre Ihnen das wert, wenn Sie jetzt so geile Bock wären? Keine Ahnung, würde die geil, das weiß ich nicht. Was würde sowas denn kosten? Ja, 20 € oder so. Ja, das habe ich. Das kostet im Moment kostet 14,95 für Monat. Und wenn wir das mit Männern auch anbieten, soll für Damen erstmal kostenlos sein, damit die Kunden erstmal da sind, so wie Sie das erstmal das Kamera kostenlos geben. Okay. Und kann man das irgendwie, also es hat so Stativ drauf, wie von Kamera da? Oder wie ist das? Oder ist es Socken? Wie, das habe ich jetzt nicht Das verstanden. Kamera, hat das so Stativen oder ist es Socken? Was ist da Nein, das drunter? hat kein Stativ. Die Kamera ist ungefähr 11 Zentimeter hoch Das ist ja, warte, mit Fuß. ich habe ein Maßband hier, weil ich muss ja auch immer den Location ausmessen. Warte mal, 11 Zentimeter. Das ist ja gar nicht so Also groß. groß wie ein Smartphone ungefähr. Da, aber dann wie kleines Smartphone. Aber das ist gute Ne, Größe. Gibt es das bei sage ich verschiedenen, doch. gibt's bei verschiedenen Farben? Nein, es gibt nur weiß mit orangenem Ring um die Da. Und Kamera. wenn das dann nach 2 Jahren ist mein Eigentum, darf ich dann anmalen oder Deko dran machen? Ne, Selbstverständlich. vorher meine ich schon. Nein, vorher nicht. Weil Sie können dann. ja Folie draufkleben, Herr Ja, Sommer. das ist ja bearbeiten, Deko machen. Ja, das ist aber, Sie haben eben gesagt, anmalen. Ja, natürlich, Anmalen aber geht nicht, aber. Folie geht auch nicht mehr runter, da bleiben Klebereste dran. Na, Folie, wenn Sie so eine Folie nehmen, die Sie für Autos benutzen. Ja, die geht doch auch nicht mehr ab, weil da gehe ich doch mit Heißföhn drüber. Ach so, ja, dann Kapierscher? machen Sie einfach Klebefolie aus dem Baumarkt. Sauber. Und gibt es ein Limit, wie viele kann man bestellen oder kann man mehrere nehmen? Sie können 5 Kameras bestellen, aber die erste gibt es nur 30 Tage kostenlos zum Ausprobieren Da. und auf die weiteren 4 bekommen Sie dann 10%. Ah, und dann jeden Mo Monat 5,95 oder was war das? Ganz genau auf die eine und auf die anderen, die kosten dann 5,35 €. Super, und dann quasi, wenn das Bewegungssensor aktiv wird, dann schaltet das auf mein Handy und ich kann das angucken, aufnehmen Richtig, und ganz dann kann genau. man hochladen. Ich finde das, Ganz genau, Sie warum bin ich sagen da es. nicht selber drauf gekommen? Das ist Ey, das weiß ich nicht. Multimillion-Business-Industrie. Das weiß ich nicht, Herr Sommer. Auf jeden Fall. Ich habe neulich so ein Doku gesehen über Einbrecher. Da hat auch so ein, wenn man reinkommt, ist da so Kamera, auch oben bei Eingangstüren. Und das spricht den an, sagt hier, Sie betreten unerlaubt das Grundstück. Sie haben 1 Minute Zeit, ein Haus zu verlassen, sonst wird Tränengas kommen. Haben Sie sowas auch? Genau, ja. Da? Das können Sie auch machen. Haben Sie Sie können die sowas? Kamera zu Hause aufstellen, wenn jemand eindringt, können Sie sagen, Sie haben jetzt genau 1 Minute Zeit, sonst geht hier eine Bombe hoch oder sonst Ah. kommt eine Polizeifraktion. Also und wie viel Tränengas passt rein bei das Kamera? Weil das muss ja schon Nein, in die reichen. Kamera, passt kein Tränengas, Herr Ja, Sommer. aber in da ist ja dann so Adapter dabei, so Geräte, so Nein, nein, Sprühfunktionen. das müssen Sie selber installieren. Also Ah. ich biete jetzt einfach mal an, Herr Sommer, dass Sie die Kamera 30 Tage kostenlos ausprobieren. Und wenn es Ihnen dann nicht gefällt, schicken Sie es zurück. Wenn es Ihnen gefällt, behalten Sie die und bestellen sich gleich noch 4 nach. Was sagen Sie dazu? Also ich bin ja echt gerade am Überlegen und das hat das überträgt das an mein Handy oder speichert das auch selber, was das passiert? Der Speicher, die Daten werden in Deutschland gespeichert, auf dem Server, mit dem auch die Banken zusammenarbeiten. SSL-System. Also ist da nicht so Speicherkarte drinnen oder sowas? Nein, nein, Sie können die Daten aber jederzeit abrufen. Okay, und was habe ich für Lagerplatz bei der Server? Was für einen Lagerplatz die beim Server haben? Da. Das ist ja wichtig, weil wenn das ist ja Ultra HD, das braucht ja Speicherplatz. 24 Stunden Speicher. Also Sie müssten die Daten dann abends mal abrufen und bei Ihnen auf dem Computer speichern oder wo auch immer. Also ja, und wie viel Gigabyte kann man da drauf packen? Wie viel Gigabyte? Moment. Ja, weil das, wenn ich überlege, so Toiletten-Session, so ein paar Minuten in HD, das ist ja schon größer. Ja, das müssen Sie dann mit Ihrem Telefonanbieter machen, wie viel Daten Sie da speichern können Nein, wollen, das wie ist auch doch Ihr immer. Server. Sie stellen doch Server, dann muss ich ja wissen, wie viel kann ich das hochladen.
Auf 24 Stunden so viel, wie Sie möchten, aber nach 24 Stunden wird das dann gelöscht. Also Sie müssen es dann runterladen. Okay, gibt es so eine Möglichkeit, dass man Speicherkarte oder Festplatte dran macht? Nein. Wäre vielleicht, wenn Sie schon neue Kamera entwickeln, noch für die ganzen Voyeure sehr praktisch, dass Sie das vielleicht noch auf Wunschliste schreiben. Ja, das kann ich Weil gerne mal wenn Sie machen. möchten, ich bin ja Administrator vom Voyeur Forum Deutschland, vielleicht können wir ja Deal machen. Ich kriege da Kamera, ich werde Werbung für Sie machen. Nein, jetzt machen wir erstmal das, was ich möchte, Herr Sommer. Ich bin der Kunde, Sie, der Kunde ist König. ja, Sie müssen es aber erstmal ausprobieren. Wir können uns doch jetzt noch nicht über Sachen unterhalten, die noch gar nicht aktuell sind, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob Ihnen die Kamera gefällt. Ich finde die Idee gut. Jetzt, Also, wenn Sie mich weiter so dann schicke ich. bedrängen, dann installiere ich auch in Ihre Badezimmer eine Kamera. Ja, seien Sie so nett. Da können Sie mir bitte Adresse geben. Ich schicke meinen nein, Azubi. mit Sicherheit nicht. Da. Das ist doch aber bestimmt schön. Auch meine Katzen kämpfen gerade. Das könnte man auch aufnehmen. Ich könnte auch Geld mit Katzenvideos machen. Können Sie auch machen, ja. Würden Sie das angucken? Nein. Was mögen Sie überhaupt? Sie mögen keine nackten Männer in der Dusche, Sie mögen keine Katzen. Ich mag sehr gerne Katzen, ich mag Hunde, ich mag auch nackte Männer in der Dusche, aber das ist nicht unser Thema, Herr Sommer. Natürlich, Wir es geht nicht beide. um nichts anderes. Das Internet geht allein um Katzenvideos. Das müssten Sie doch wissen. Zum Beispiel können Sie auch reinstellen. Bloß Da. ich bin ja dazu da, um Ihnen eine Kamera jetzt anzubieten, für einen Monat kostenlos. Wenn Sie das ausprobieren möchten, brauche ich eine E-Mail-Adresse für die Bestellbestätigung. Und Ihre IBAN-Nummer, damit ich die 5,95 €, wenn Sie die Kamera behalten, einziehen kann. Ah. Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie noch vier weitere Kameras bestellen Ja, wollen. aber Bank würde ich Ihnen geben, wenn ich die Kamera behalte. Sonst haben Sie ja mein Bankdaten, ohne dass ich überhaupt irgendwas bestellt habe. Ja, das ist für uns die Sicherheit, dass wir die 5,95 € auch einziehen können, wenn Sie die Kamera behalten. Also das ist für uns ja die einzige Sicherheit. Und Sie wissen es ja selber, dass Sie 3 Monate Zeit haben, falls wir unerlaubterweise 5,95 € abbuchen, dass sich die 3 Monate zurückholen können. Na, aber ich glaube, für mich ist das Risiko größer als für Sie, wenn das Kamera 5 € kostet oder wenn mein Konto leer. Ich glaube, für mich ist Schaden größer. Na, wir können ja nur 5,95 €, wenn überhaupt, abbuchen. Oh. Und die Kamera hat ja einen viel höheren Wert. Da, wie kann das dann sein, dass die nach 2 Jahren mir gehört, wenn die viel teurer ist? Die Kamera hat einen Wert von 149 €. Wenn Sie die Kamera bekommen, brauchen wir die Sicherheit, wenn Sie die behalten, Da. dass wir die 5,95 € abziehen können. Da. Ansonsten können wir die Kamera nicht rausschicken. Ah, jetzt ist natürlich die Ne, da können Sie ja Frage, gerne noch mal drüber nachdenken, Herr Sommer, kann wenn Sie man das, möchten. geht das irgendwie, dass ich das mir das anonym machen, weil es soll ja nicht unbedingt wissen, wenn die das Kamera finden, dass ich das bin. Kann man das zurückverfolgen mit das Kamera, wer ich bin? Nein. Wie soll man Weißt das du, weiß ich zurückverfolgen? nicht, Seriennummern, dann rufen die an, sage ich hier, der Perverse hat hier Kamera bei Umkleide legen. Was soll das? Und dann sagen sie, das war Dimitri. Nein, das kann man nicht zurückverfolgen, auf keinen Fall. Oder schreiben Sie Ihren Namen da auf die Kamera. Nee, 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 aber deswegen frage ich ja, ob die irgendwie bei Ihnen so Seriennummer oder Nein, Fingerabdruck nein, nein. oder Speichelprobe irgendwie. Also kann ich irgendwo hinstellen und wenn weg ist, ist Pech gewesen. Genau. Und was kostet, wenn Kamera kaputt? Wie wenn die Kamera kaputt ist? Ja, was kostet Also das? Oder ist das egal? wenn die Kamera nicht mehr funktioniert, wird sie von uns ausgetauscht. Wenn Sie die auf die Erde schmeißen und die zerspringt, dann müssen Sie es natürlich selber bezahlen. Ah ja, okay. Und was ist, wenn das gestohlen wird von meinen Kunden? Dann ist das ein Versicherungsschaden. Bei Voyeurismus gestohlen. Ist guter Versicherungsgrund, finde ich. Ja, gut, Versicherung ist Versicherung. Da. Denen ist es ja egal, was sie versichern. Ist einfach so. Haben Sie auch so eine Kamera, mit der man unerwünschte Telefonwerbung ablocken kann? Nein. Das wäre ja auch zu schön, wenn dagegen endlich mal ein Mittel gäbe. Oder Ja. kann man doch auf Handy schalten oder nicht? Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Dass wenn so dreckige Callcenter anrufen, dass ich dann das meine Haustür denen zeige, da können die gucken, wie der Hund sich gerade putzt. Ja, genau. Ist doch geile Idee. Ist auch gut. Und wo ist euer Callcenter? Ist das auch in Berlin? Das ist auch in Berlin, ja. Da?
Geile Sache. Kann ich auf Kaffee vorbeikommen, mir das Kamera angucken? Wir haben hier keine Kundenbesuche. Ja, aber das kann ich ja dann der Erste sein. Ich bring Kuchen mit. Sie haben ja eine Nein, Kamera danke. liegen. Wir sind, Sie haben ja die Möglichkeit, die Kamera 30 Tage kostenlos auszuprobieren. Oh, ich kaufe doch nicht den Putin im Sack, blöd. Okay, dann beenden wir das Gespräch, Herr Sommer. Ich sehe schon, ich kann Sie nicht überzeugen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Haben Sie vielleicht Möglichkeit, das kann ich Sie Testzugang zu meiner Internetseite geben? Für 30 Tage Nein. kostenlos. Für Kollegen von Ihnen. Vielleicht können wir dann Deal machen. Nein, wir machen hier keine Deals. Schönen Tag noch, Herr Oh, Sommer. das wie dann, ja. Wiederhören. Das wie dann, ja. War mir eine Ciao. Freude. Große Freude gewesen.